Barbara, die Herportmaurer, drei Akte vom Tschechow, drei Scherze vom Tschechow zeigt er hier im Leiker Theater. Es ist nicht etwas, was man jetzt unbedingt gerade ein Literaturwissenschaftler muss sein, dass man dem Stück nachkommt. Ist quasi also wirklich für jeden etwas. Ja, unbedingt ist es für jeden etwas, weil eigentlich erkennt fast jeder sich selber wieder auf der Bühne. Weil wir haben, in diesen drei Scherzen kommen fast alle Persönlichkeiten oder sag jetzt mal Charakterzüge von Menschen vor. Und das Ziel ist eigentlich schon, oder wir sitzen da und müssen einfach lachen, weil man die Situation einfach kennt. Wir wissen, dass es zu und her geht an einem Familienfest. Wir wissen, dass es ist, also ja, wenn man sich viele verliebt oder man kann denen zuschauen, wie das passiert. Und das macht einfach sehr, sehr viel Freude und Spass. Und wir müssen hier, also ich zumindest, sehr fest lachen. Ja, und das ist ja schön, wenn das passiert. Es geht ja nicht zuletzt um die Verbundenheit zwischen Männern und Frauen, also um die Liebe. Der Tschechow vor rund 130 Jahren geschrieben, Sachen, die heute auch noch gelten. Also kann man da auch noch so ein bisschen à la Beziehungsratgeber etwas mit heimnehmen, wenn man das schauen kann. Ja, ob es jetzt ein Ratgeber ist, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, man kann viele so Macken entdecken, die man selber viele auch hat. Ja, die haben die auch schon vor 120, 130, 200, 400 Jahren gehabt, dass, wenn das eine das gesagt hat, hat das andere sicher das müssen sagen. Und so Abläufe, die man in Beziehung hat, die sind auch schon damals vorgekommen. Und man kann darüber lachen. Andererseits ist es auch noch beruhigend, weil es gehört anscheinend zum Mensch. Und irgendwann ist es dann immer so die grosse Liebe oder das durch die rosa Brille und beide Romeo und Julia, sondern ja, da geht es zur Sache und da wird gestritten und gemacht und ja. Wohl.